So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Es ist wieder soweit. Wir brüten Eier in der Abenteuerwoche immer noch auf der Suche nach den zwei neuen Shinies, Galapafloss und Flapterix. Der Marius ist auch noch da. Ja. Guck mal. Eigentlich wäre der Prime ja auch da, aber der liegt schon wieder oben auf dem Sofa und ist hochkonzentriert. Was macht ein Prime? Hochkonzentriert sein, das ist es jetzt. Hier gehen die nächsten 9-7 Kilometer Eier auf und dann gehen wir noch mal kurz in Rewe. Einfach mal so, nur um Prime zu ärgern. So, wir haben als erstes einen Schilterus, ne, mit 1431 Staub. Das ist jetzt nicht so viel. Und haben wir noch einen Schilterus mit 1600. Ey, das ist ja richtig brutal. Es ist kein Sternstück an, das lasse ich da immer weg. Flapterix jetzt, aber leider nicht shiny, obwohl das ist das, was wir eigentlich suchen. 1298 Staub noch hier. So sieht's gut aus, Marius. Wir mussten nur warten, bis die Wolke kommt. Die sieht gut aus. Ein Balgoras, aber ja gut, ist egal. IV checkt man danach ab. Jetzt ein Schneckmark mit 1344. Da wirst du halb erschossen, wenn du hier stehst. Galapafloss mit 1201. Mal gucken, ob noch so ein Amaretto dabei ist. Cognodon auch noch dabei, einmal mit 1136 Staub. Marius, beobachte ruhig alles. Wenn was ist, sag Bescheid. Ich komme dir zu Hilfe. Schilderus mit 1025. Und das dürfte jetzt, glaube ich, das letzte Ei sein. Mit nochmal Schneckmark drin. Na, Schneckmark 1188. Wir bewerten kurz. Und ich sehe, habe ich gar nicht mitgekriegt, die 12er Eier sind vorhin auch aufgegangen wahrscheinlich. Hier ist auf jeden Fall ein Skalück drin. Das müssen ja die drei von vorhin gewesen sein. Skalück, schlecht. Lavita, schlecht. Molung, schlecht. Und auch kein Weibchen. Jetzt aber die 7er. Saragossa. Röbel, Müritz, Mecklen, Vorpommern. New York. Roklum, Niedersachsen. Selm, Nordrhein-Westfalen. Grüße gehen raus an Celal. Berlin, Freistaat Oberösterreich, Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland. Ich glaube, ich habe das Limit erreicht, ich kann nichts mehr aufnehmen. Aber wir werden noch zwei Fuhren hier reinschneiden. Was ist denn? Nix, ich wollte nur gucken. Geht's dir gut? Soweit. Die Sonne scheint. Morgen sind, ich glaube, morgen sind die nicht mehr da, wenn ich dann Eier mache. Das wird nichts. Das ist, glaube ich, heute der letzte Tag. Tschüss, Marius. Tschüss, Prime. Ja. So, da fliegt ein Ball durch die Gegend. Ich bin jetzt unterwegs mit Pupsi kurz zum Rewe. Der Prime und der Zai von der Polizei. Der Prime liegt noch oben. Das ist jetzt der letzte Tag. Die fahren dann heute wieder. Heute Sonntag, Samstag. Die nächsten Eier gehen auf, alles durcheinander. Wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz, was hier drin ist, ob da was Gutes dabei ist oder nicht. Wir gucken dann auch mal auf den Staub. Es ist ein Schilderus. Morgen wäre dieser Quest Day, wo es auch Schilderus und Cognodon vermehrt gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich den spiele. Ihr seht ja dann, ob ich den gespielt habe oder nicht. Ob ich den streame, ob wir Raids für Zuschauer machen. Da war ein Potrot mit 1326. Aber wir suchen immer noch die Shinies. Cognodon. 1280. Irgendwie schon wieder alles uninteressant. Gefühlt, die Shinies kriegst du eh nicht. Und die anderen Sachen hast du jetzt schon so viele, brauchst du nicht mehr. Galapafloss, hätte shiny sein können, ist es nicht. Cognodon kriegt auch nochmal hier 1600 Staub hinterhergeworfen. Schneckmark darf auch nicht fehlen. Eine schnecklich nette Folge. Bin noch ein bisschen verwirrt und durch den Wind von gestern. Flapterix, ich glaube, wir haben jetzt jedes Pokémon, was da drin sein kann in dieser Folge, also in dieser Ladung. Noch ein Schilterus. Und dann dürften es gleich auch alle gewesen sein. Nochmal 1600 zum Abschluss, wir müssen sie gleich noch bewerten. Noch ein Flapterix, aber auch wieder kein Shiny. So, so kurz durchbewerten, dass ihr auch den Ort seht, wo die herkommen. Wolfenbüttel. Saragossa, New York, Bocholt, Nordrhein-Westfalen, Wilhelmshaven, Niedersachsen, Potsdam, Brandenburg,
Berlin, Deutschland, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, nochmal New York und das war's schon. Dortmund müsste vom Marc niemals sein, vorhin aufgenommen. Und ich hau jetzt nochmal welche rein. Ich sammle nochmal 9 Stück, dann brüten wir die auch aus. Und bald habe ich keinen Bock mehr. Ja, die anfänglichen Tage wunderbar, aber jetzt, du gibst es einfach auf. Fortune. So, die Jungs, die packen jetzt das Auto zusammen, die hauen nämlich gleich ab. Das heißt, wir machen schnell noch die letzten Eier auf, falls noch ein Shiny dabei ist, dass die das auch sehen. 9 Eier sind bereit zum Schlüpfen. Wir hauen mal hier drauf, wir hauen mal hier rein und wir haben ein Potrot. Das ist doch unglaublich. War übrigens nur Spaß, dass ich gesagt habe, dass ich keinen Bock mehr habe und so. Ich brüte einfach weiter, ist doch ganz klar. Cognodon, guck mal, so eine Frisur wie ich oben, wenn ich das Käppi abnehme. Yo, Seftis. 923 Staub, Schneckmark, ne? Sieht aus wie ein Ketchupfleck. 800 Staub, dann haben wir Potrot. Hast du schon Potrot, Crazy O? Oder Zai? Oh, mein Lieblings-Pokémon. Hast du schon Shiny Potrot? Zai? Nee. Schneckmark, 1,5, 1,6, Staub, das ist es. Ein Flapterix. Weißt du, was ein Flapterix ist? Ja. Das ist okay. Du kennst alle, oder? Du bist da richtig fit in dem Game. Ich hab die ganzen Editionen. Ja, genau. Du hast die Game Boy Spiele und die Bravo Hits 36. Hat er alles auswendig gehört. 1600 Staub nochmal. Naja, außer alles ab Sonne Mond. Die habe ich noch nicht gespielt. Noch ein Schneckmack. Das ist jetzt, glaube ich, das letzte Ei. Ein Ei geht noch auf. Wieso halten wir euch nicht eigentlich so, dass man den Rest von meinem Arm sieht? Noch ein Flapterix. Jetzt war das aber wirklich. Jetzt bewährt mal ganz kurz nochmal. Huch, aus Versehen. Dieses Potrot wurde. Mehr steht da nicht. Hä? Die ist oben gewesen. Steh ich nicht. Nee, warte mal. Die habe ich aber auf dem Tisch gesehen. Wir gehen aber auf die unteren drei. Da steht auch nichts. Habt ihr das schon mal gehabt, dass einfach plötzlich nichts mehr dasteht? Dann ist ja egal, wir können die Orte nicht vorlesen. Wir gucken einfach nur. Dann ist das Potrot. Dann ist nix. Das sieht gut aus. Nix. Das war also alles. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich noch halb im WLAN bin von zu Hause, aber halb irgendwie auch im Hotspot von meinem Handy und irgendwie es gerade nicht weiß, was es macht und wo es ist und deswegen kein GPS oder so gerade da ist und deswegen der Ort einfach nicht angezeigt wird. Ne? So, ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, Ghetto Faust. Euer Ramse, ne? Guckt euch an, SLCO in Hildburghausen. Und hier ist der Crazy O, den muss man mal in den Arm nehmen. So. Damit er sich wohlfühlt wegen dem schönen Dings. Ach komm, ich nehme auch nochmal einen Arm. Nicht zu doll, sonst kotzt er wieder. Hey. Wie bei der Schuh des Manitou. Jo, du musst nochmal genau. Also, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mal gucken, morgen vielleicht schon wieder neue Eierfolge, denn das Event geht ja noch ein paar Tage.